dann wollen wir mal ganz vorsichtig darauf springen. Dann darüber. Oh, das war wieder viel zu knapp. Der halbe Fuß hing da schon unten. Aber gut, der Weg scheint bis da hinten zu dieser Höhle frei zu sein von Spalten. Da scheint noch mehr Lava zu sein. Oh oh. Wir hören eine Menge Novizen. Hier scheinen wir richtig zu sein. Das kommt von hier. Oh. Da hinten ist vielleicht noch einer. Und da unten irgendwo werden die Novizen sein. Das heißt, wir werden uns gleich gut vorbereiten müssen. Also Heiltrank natürlich, einen Geschwindigkeitstrank und vielleicht einen oder anderen Zauber. Weil bei den ganzen Stimmen müssen das schon mindestens ein Dutzend gewesen sein. Die können uns dann leicht überrumpeln. Also, Heiltrank, noch ein Heiltrank, ein Geschwindigkeitstrank und was haben wir an Zaubersprüchen? Wir haben den Golem gekauft, also die Schriftrolle, den können wir schon mal vorbereiten und Skelette, das klingt doch gut. Nehmen wir erstmal die Skelette. So, und jetzt gucken wir da mal runter. Ja, es sind ein paar viele. Und der Schläfer scheint erwacht zu sein. Aber er regt sich nicht. Schon bald werde ich ihm näher sein, als ihm lieb ist. Wir werden nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Die Welt steht kurz vor dem Erwachen des Erlösers und keiner kann ihn aufhalten. All die Ungläubigen da draußen werden ihren Preis bezahlen. Und du hast die Ehre, der Erste zu sein, der diesen Preis bezahlen darf. Schläfer, erwache! Gar nicht gut. Und er schmeißt gleich Feuerbälle. Skelette lauft mal vor, sagte ich. Na gut, da müssen wir wohl vor. Und was zur Hölle ist das? Nein. Müssen wir uns Schritt für Schritt vorankämpfen. Und jetzt aber. Ein, zwei gute Treffer und der müsste umfallen. Die Skelette helfen fast gar nicht. So. Na, also. Oh oh. Gar nicht gut. Komm, lenk die Meute mal ab, Skelette. Und wir versuchen dann ein, zwei rauszupicken. Der haut einfach ab. Die Skelette mal wieder. Komm, geh zu den Kameraden. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Totales Chaos und wir können nach und nach die Novizen rauspicken. Oder die uns, so wie es ausschaut. Sind wohl doch keine einfachen Novizen. Und es sind noch viel mehr, als wir gedacht haben. Weg. Da muss erstmal wieder ein Heiltrank her, bevor wir da weitermachen. Ganz schnell ein Heiltrank her. Und weg. Na komm. Einen umhauen, noch einen umhauen und dann wieder weg. Ah. Der Schläfer selbst scheint Feuerbälle zu schmeißen. Sehr übel.
So, hier hinten dürfte es eigentlich reichen. Ja, schaut gut aus. Also, ganz viele Heiltränke. Ganz schnell. Dann versuchen wir das gleich nochmal. Nur mit dem Golem als Unterstützung. Der bringt dann hoffentlich ein wenig mehr. So, Skelette. Nein, Golem. So. Ja, das schaut doch gut aus. So. Wieder dahin. Wie viele Novizen sind denn da noch? Ah, so ein halbes Dutzend. Und da sind 5 Steinsäulen mit Gesichtern dran. Da werden dann wahrscheinlich die Schwerter reingesteckt werden müssen. So, und Skelette sind immer noch da. Aber die greifen uns jetzt an. Was soll denn das? Ah. Komm, hau den da um. Wir wollen schon mal ein Schwert reinstecken. Komm, ganz schnell. Wir wollen noch einen Feuerball abbekommen. Das klappt so nicht. Oh, und der Geschwindigkeitstank ist ausgelaufen. Schnell weg. Oder besser gesagt, langsam weg. Aber die Säule hier dürfte als Schutz reichen. So. Geschwindigkeitstank. Heiltränke. Und wir müssen das wohl richtig gut abpassen. Das mit dem Schwert reinstecken. Denn der Schläfer ist zwar noch nicht ganz bei Sinn, sonst würde er uns direkt angreifen, aber Feuerbälle schmeißen kann er, sogar recht schnell. Und den kann er uns halt unterbrechen. Also warten wir jetzt, bis er eingeschmissen hat. Und machen das jetzt. Komm schon. Warum willst du nicht? Aha. Golem, lenkt den Schläfer ab. Wir können jetzt gar nichts mehr. Ah, gut. Da konnten wir jetzt gar nichts machen. Komm, wirf einen Feuerball. Sehr schön. Hoch und rein da. Das klang doch gut. Und war. Das sah nicht aus wie ein normaler Dämon. Kommt uns auch recht flott hinterher. Schnell einen Heiltrank. Und danach gucken wir mal, was unser Schwert bei dem... Au! Gar nicht gut. Der Golem legt sich gerade mit den Schläfer an, der noch nicht ganz erwacht ist. Wird wahrscheinlich absolut nichts bringen. Obwohl, vielleicht können wir genauso ihn mit den Feuerbällen ablenken. Aber erst muss der Dämon weg. Das macht den ganzen Kampf natürlich noch wesentlich anstrengender. Also wir müssen jetzt darauf achten, nicht von den Feuerbällen getroffen zu werden. Jedes Mal, wenn wir es denn schaffen sollten, ein Schwert reinzustecken, kommt gleich so ein garstiger Dämon, der wirklich viel mehr Schaden verursacht als die Novizen und die normalen Dämonen. Gucken, wie viel er aushält. Wo bist du? Da bist du. Ah, machbar ist es auf jeden Fall. So, na komm schon. Ein Schlag noch. So, der erste von 5 Dämonen ist tot. Speichern wir mal ganz flott. Passenderweise LP 100. Na gut, dann jetzt das nächste Herz. Das wäre das zweite von links. Komm, spuck deinen Feuerball. Und auf und stechen. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Kein Dämon. Ah, Mist. Komm schon, weg, 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 weg. Aha. So, jetzt aber ganz schnell weg. Komischerweise kam jetzt da kein Dämon, aber wir haben etwas gehört. Ein Geräusch, das man so interpretieren könnte, dass es funktioniert hat.
Das heißt, wir nehmen jetzt einfach den mittleren und gehen reihum weiter. So, das wäre dann der da. Ganz schnell hoch und rein da. Da war das Geräusch wieder. Jetzt werden wir bestimmt wieder ein bisschen zu leichtsinnig. Komm, schieß. Und auf und stechen. Schnell, 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 schnell. Okay, das Geräusch war da. Weg. Hülalü. Ein Orkherz nur noch, wenn denn alles so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. So. Schauen wir mal. Tief durchatmen. Komm, schmeiß deinen Feuerball. Na, ja, das war zu weit weg. Jetzt versuchen wir es so zu timen, dass er den Feuerball spuckt, kurz bevor wir da sind. Das war okay. So, öffnen und ganz schnell reinstecken. Komm, 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 komm. Nachdem der Schläfer wieder in seine Dimension verbannt wurde, begab ich mich zurück ans Tageslicht. Die magische Barriere war gefallen, doch für mich fing das Abenteuer damit erst an. Aber das ist eine andere Geschichte. Das wäre also Gothic 1 gewesen und ja, ich darf endlich wieder direkt zu euch sprechen. Das war doch sehr irritierend zwischendurch. Also angefangen hat das Ganze ja als ein Let's Roleplay und ist auch so zu Ende geführt worden mit ein, zwei kleinen Schnitzern drin. Aber in der Zwischenzeit habe ich ja doch recht viele OOC-Projekte angefangen, also wo ich auch direkt mit euch spreche und wo ich auch Erfahrungen aus älteren Spielen mit reinbringe und so weiter. Das habe ich ja versucht hier alles schön wegzulassen. Was war halt recht irritierend, wenn man dann an Grimrock arbeitet und an den Zwergen spielt und was weiß ich. Und dann immer mit Gothic wieder zwischendurch anfängt und dann überlegen muss, oh, was habe ich jetzt gemacht? Was darf ich jetzt sagen? Darf ich die Zuschauer direkt ansprechen? Gibt es eine Begrüßung? Gibt es eine Verabschiedung? All sowas. Das war schon recht schwierig. Was das Ganze auch schwierig gemacht hat, waren die Tonnen von Bugs, mit denen ich kämpfen musste. Das war auch ein Grund, warum das Let's Play zwischendurch nicht ganz so schnell lief, wie es eigentlich hätte laufen sollte. Denn zum Beispiel in der Mine musste ich das ein gefühltes Dutzend oder zwei Dutzend Mal neu laden und neu durchspielen, weil entweder Gorn entweder einfach nur verschwunden ist oder mich direkt angegriffen und getötet hat, warum auch immer. Oder weil die Wachen irgendwie glitscht haben oder weil wir nicht weiterkamen oder ich einfach nur zigtausend Mal gestorben bin. Ja, und die Tode sollten halt auch nicht mit rein, weil es ein Let's Roleplay war. Und in einem Let's Roleplay stirbt man nicht und drückt Laden. Das muss alles rausgeschnitten werden. Das hat das Ganze ziemlich anstrengend gemacht. Auch jetzt am Ende. Am Ende war zum Beispiel einmal ein Glitch, dass der Schläfer einfach aufgewacht ist, also wirklich aufgewacht ist und dann im Raum rumgelaufen ist. Das war auch ziemlich irritierend. Dann, dass man die Herzen nicht mehr durchbohren konnte und all solche Sachen. Das hat es schon recht schwer gemacht, das Spiel durchzupowern. Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden. Es hat schön lange gedauert. Das war ja auch mein Anreiz. Ich wollte nicht einen Speedrun hier draus machen. Die 50, Quatsch, die, wie viele Folgen sind es geworden? 95? Irgendwie so rum? Ja, das ist okay. Das ist eine gute Zahl.
Und es hat mir auch tierisch Spaß gemacht. Also wenn es denn gut lief und gerade keine Bugs waren, es war herrlich. In die Rolle sich wirklich reinversetzen, zu überlegen, was macht jetzt wirklich für den Charakter auch Sinn, das ist schon eine Erfahrung für sich. Aber ja, ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Und wir sehen uns in meinem nächsten Projekt. Bis dann.